Kennst du eigentlich unsere Stanzform Knallbonbon? Eine coole Sache, die du für ganz viele Gelegenheiten einsetzen kannst. Und ja, ich habe noch jede Menge Ideen für dich, also bleib einfach mal dran. Ja, die Stanzform kannst du wirklich für jede Jahreszeit, für jede Gelegenheit nehmen. Hier habe ich sie einmal so ja, frühlingshaft, sommerhaft. Oder ja, leicht weihnachtlich mit einem kleinen Schild dran. Hier steht jetzt vielen Dank drauf. Also du kannst sie für alles Mögliche nehmen und ich zeige dir mal kurz, wie sie funktioniert, wie sie gemacht wird und was du noch draus machen kannst. Du brauchst natürlich die Stanz- und Falzmaschine, ganz klar. Dann ist das die Stanzform und ich nehme jetzt mal ein Designerpapier. So ein bisschen weihnachtlich. Und gut ist es, wenn du das nicht so gerade drauflegst, sondern wenn du das möglichst, also es ist ja nicht viel Platz, weil die ja recht groß ist, nur so ein ganz bisschen schräg drauflegen. Du wirst merken, die Maschine hoppelt nicht so über dein Papier oder über deine Form hinweg. So, das Ganze habe ich jetzt ausgestanzt. Hier sind schon die ganzen Falzlinien. Und jetzt wird einfach nur die erste und die letzte zusammengeklebt. Und ja, dein Knallbonbon ist fertig. Was mich daran immer ein bisschen stört, ist die Tatsache, wenn ich jetzt diese Schleife hier habe ich sie relativ kurz geschnitten, so binde und der Empfänger macht sie auf, kriegt er sie ganz schlecht wieder zu. Man könnte sie jetzt einfach nur so knoten, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Darum habe ich mir so ein bisschen das Ganze überlegt, wie ich es sonst machen könnte. Und schöner wäre es natürlich, wenn ich das Ganze aufziehen kann und einfach wieder zusammenstecken kann. So, ich habe jetzt hier das Weihnachtliche, was du eben gesehen hast. Und ich habe noch mal eins in Bonbonrosa ausgestanzt. Passt auch irgendwie toll zusammen. Könnte ich jetzt auch in Rot machen, wie auch immer. Also das Ganze ist jetzt etwa 15 cm. Ich kann das jetzt auf der Hälfte arbeiten. Und das mache ich jetzt auch einfach mal. Ich schneide das Ganze jetzt durch auf 7,5 cm. Genau, dann habe ich einmal Oberteil und einmal Unterteil. Ich möchte jetzt das Oberteil nehmen. Und ich habe mir das Ganze, wie gesagt, nochmal in Bonbonrosa ausgestanzt. Und das schneide ich jetzt auch. Und zwar ziemlich weit oben. Also so, dass ich noch viel über habe. Und da verwende ich jetzt dieses Teil. Jetzt muss das Ganze gut gefalzt werden. Es ist auch immer gut, dieses hier nochmal zu falzen. Das musst du nicht, wenn du das falzt, dann hast du hier also scharfe Kanten und wenn du es so lässt, wie es ist, dann ist das Ganze mehr abgerundet. Okay, ich lasse es so. Hier wird auch noch mal gefalzt. Jetzt klebe ich das zusammen und hier mache ich genau das Gleiche. Hier könnte ich jetzt als Schleife mal diese kleine Kordel hier verwenden. So, das kannst du jetzt hier noch so ein bisschen in Form bringen. Und nun sind die Teile ja gleich groß, von daher ist es immer ein bisschen schwierig, das jetzt zusammenzustecken. Dafür habe ich mir Folgendes ausgedacht, und zwar knicke ich das hier immer so ein bisschen ein. Und dadurch entsteht so ein Sternmuster. Finde ich also auch ganz cool. So, und jetzt ist das Ganze ein bisschen beweglicher. Und jetzt muss ich nur die richtigen Stellen finden und kann das jetzt ganz simpel zusammenstecken. So, und wenn der Beschenkte jetzt gucken will, was ist da drin, dann zieht er das einfach auseinander und kann sein Geschenk rausziehen.
rausholen. Und er kann es auch wieder zusammenstecken, er kann es aufbewahren, er kann es weiter verschenken, weil es geht nicht kaputt. Und das gefällt mir persönlich besonders gut. Also hier ist nochmal eins der Knallbonbon in ganz. Ist auch wunderschön und hier habe ich das einfach nur mit der Kordel geknotet. Und dann kann man es natürlich auch dementsprechend wieder zusammenbinden. Hier habe ich auch so ein kleines Teil, also einfach aufziehen. Und auch die Herzen sind zum Beispiel in dem Set mit drin, die kannst du ausstanzen. Es sind kleine Sterne mit drin, die du entweder ganz und gar ausstanzen kannst oder aber aufkleben kannst. Ich habe zum Beispiel hier mal so eine weihnachtliche Verpackung gemacht. Ganz und gar in unserem Glutrot. Und auch die ist natürlich so, dass du sie aufziehen kannst. Sie ist etwas länger. Und in diesem Fall ist es halt so, dass dieses Unterteil jetzt nur ein kleines Stück reingeschoben werden kann, weil dieser Gürtel, dieses Teil, natürlich das Ganze stoppt. Da habe ich noch einen weiteren hier. Und zwar habe ich hier schon mal ein Teil. Ah ja, hier habe ich oben ein bisschen von dem Samtpapier, weißen Samtpapier angeklebt. Einfach rundherum. Das ist jetzt nur so ein kleines Stück geschnitten. Und hier habe ich das Ganze noch mal mit der Stanzform abgestanzt. Das geht also auch, ein bisschen größer zu schneiden, also bis zu dieser Falzlinie. Und dann hast du hier gleich die Falzteile mit drin. So, jetzt habe ich hier noch ein Teil ausgestanzt. Auch das kann ich noch mal eben falzen. Und hier habe ich das Schwarze, das kann man jetzt vielleicht ganz gut erkennen, direkt auf das draufgeklebt, während ich bei diesem das Teil hier verlängert habe. Also das steht ein bisschen vor, von daher passt natürlich jetzt auch das nur bis zu dem Anschlag rein. So, und wenn ich das weiter reinschieben möchte, dann muss ich, wie gesagt, diesen Gürtel hier ganz und gar am Ende anbringen. So, jetzt habe ich hier das Teil in Wellen. Ich habe mir auf der Rückseite schon ein Doppelklebeband aufgeklebt. Und jetzt kann ich das entweder ganz ans Ende. Ich finde es allerdings schön, wenn so die roten Zacken auch noch so ein ganz kleines bisschen rausgucken. Und jetzt klebe ich das Ganze nochmal zusammen. So, und auch hier ein schönes Band dazu, was ich jetzt noch gar nicht. Da könnte man hier einfach die Goldkordel nehmen, die ja sehr dünn ist, dann passt dieses noch sehr gut. Oder man könnte auch das nehmen. Das probiere ich mal aus, weil das finde ich auch sehr schön dazu. Das ist dieses Juteband. Genau, das wäre also auch süß. Das hat ja so ein bisschen Silber mit drin, so ein bisschen Flimmer. So, ich stecke das hier schon mal. Also erstmal den Stern arbeiten. Das heißt also in der Mitte immer so ein kleines bisschen hier einknicken. Und jetzt kannst du das auch weiter reinschieben und dann kannst du die Größe selbst regulieren. So. Und natürlich hier auch so eine Schnalle ist immer süß. Da habe ich jetzt einfach unsere kleine Stanze verwendet. Also diese hier, die passt natürlich auch super dazu. Also als nächstes brauche ich ein Stück Schwarz, was möglichst so in dieser Breite ist. Und zwar so ein ganz kleines bisschen nur. Gut ist, wenn man da noch einen Rest dann von dem hat. So, und das wird jetzt hier aufgeklebt. So, und jetzt wird das Gesamte hier drauf geklebt. Natürlich so aufpassen, dass du den Klebstoff nicht ganz und gar drauf gibst, weil du das ja hier öffnen möchtest. Also ich habe es nur im oberen Bereich. So, und dann sieht es so aus,
als ob das da durchgezogen ist. Das finde ich immer ganz witzig. Ich habe zum Beispiel auch einen Schneemann gemacht und das Ganze hier so ein bisschen geplustert. Dabei war mir das so ein bisschen rausgesprungen. Da also unbedingt drauf achten. Deswegen habe ich auch noch das rundherum gemacht. Wenn du Pluster nimmst, dass du, bevor du es verwendest, das so auf die Spitze haust, damit alles, was da drin ist, auch nach unten kommt und nicht Luft da ist und so das Ganze durch die Gegend fliegt. Ja, den finde ich also auch obersüß. Da habe ich jetzt Eau de Fröhliche dran gemacht. Auch den kannst du natürlich so auseinanderziehen. Ich habe schon unzählige dieser Verpackungen gemacht. Hier auch mal in ganz lang. Also das geht natürlich auch super. Meine sind in der Regel zum Aufziehen in, ja, in ganz vielen verschiedenen Größen. Und wenn du auch Lust dazu hast, ich habe einen Workshop dazu. Wenn du die Standsform bei mir bestellst, bekommst du den gratis. Ansonsten kannst du den natürlich auch bei mir buchen und da zeige ich dir, wie du sie auch noch in dick machen kannst und wie du ja ganz viele verschiedene Sachen damit machen kannst und wie du sie so richtig toll ausnutzt. Ja, das war's hier mit den Knallbonbons aus Quickborn und ich sag Tschüss.